Auch wenn das Pluto SDR wegen den fehlenden Filtern nicht besonders gut zum Empfangen ist, hat es trotzdem die Besonderheit, dass es auch senden kann. Wie ich mit dem Pluto SDR ein Garagentor und ein Auto geöffnet habe, seht ihr nach dem Intro. Kommen wir zuerst zum Funkgaragentor, welches in diesem Fall eine Fernbedienung nutzt, die im 433 MHz Band sendet. Wie ihr sehen könnt, öffnet sich das Garagentor, nachdem ich auf den Knopf gedrückt habe, wie üblich. Jetzt versuche ich das Tor mit dem Pluto SDR zu öffnen, was ihr in der Bildschirmaufnahme oben rechts sehen könnt. Das Tor öffnet sich, sobald das SDR das Signal ausgesendet hat, obwohl die Fernbedienung auf dem Boden liegt. Natürlich funktioniert das Ganze auch andersherum. Sobald das Adam Pluto sein Signal sendet, beginnt das Tor sich zu schließen. Wieder liegt die Fernbedienung auf dem Boden und wurde, wie ihr sehen konntet, nicht berührt. Als nächstes habe ich getestet, ob es auch möglich ist, ein Auto mit dem Pluto SDR zu öffnen. Mein Testobjekt war in diesem Fall ein Opel Astra von 2015, welcher per Funk geöffnet und abgeschlossen werden kann, wie es seit vielen Jahren üblich ist. Sobald das Pluto SDR gesendet hat, blinkt das Auto kurz und entriegelt sich, obwohl der Schlüssel nicht berührt wurde. Man kann zudem deutlich die Zentralverriegelung im Hintergrund hören. Natürlich lässt sich danach auch ohne Probleme die Fahrradtür öffnen. Für diese Demonstration habe ich eine einfache Replay-Attacke genutzt, welche ich in GNU Radio Companion unter Linux realisiert habe. Im Grundsatz nehme ich das Signal einfach auf und spiele es dann später wieder ab. Allerdings kann diese simple Attacke selbst das Rolling-Key-Verfahren von zum Beispiel Autoschlüsseln umgehen, wenn man es schafft, dass das Auto das Signal beim Aufnehmen nicht empfängt. Durch dieses Test hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass das Adam Pluto ein guter Ersatz für das Hacker-F ist, welches etwa das Dreifache kostet. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.